Bam, Leute! Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarz Blind! Wir sind letztes Mal in dieser Stadt angekommen, dessen Namen ich vergessen habe, aber macht ja nix. wir wollten in die Tiefkühlcontainer gehen und da sehe ich schon einen Abfalleimer, das ist ein gutes Zeichen. Yeah, wir haben ein AP Plus gefunden, endlich ist mal was drin. Ja, wir wollten in die Tiefkühlcontainer gehen und hoffen, dass wir da vielleicht sogar Team Plasma antreffen, denn der Arenaleiter hat uns hier aufgetragen, diese zu finden. Und da haben wir auch schon... Oh, ich hoffe ein Ort auch, bitte. Ja! Gleich zu Beginn. Das sieht ja gut aus. Komm. Jetzt kriegen wir ein paar Erfahrungspunkte hin. Donner? Ja, Moment. Du kriegst auch, aber lass das mal lieber Kitten machen, weil der kann das ein bisschen besser als du, Donner. Ein ganz kleines bisschen. Ich hätte Dings machen können. Voltwechsel. Idiot. Aber egal. So, ach nö, Anziehung, ernsthaft? Nee, weißt du was, ich schicke jetzt nochmal Donner rein. Ja, ich beschleunige es sogar. Und, weil die Anziehung muss jetzt nicht unbedingt sein. Jetzt kommt der Duplexieb, oh Gott, verheerend. Ein Volltreffer, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt schnell der Voltwechsel, Alter. Puh. Kaboom, ja. Donner ist definitiv schneller, wenigstens etwas. So, jetzt Kit, komm, bitte. Nicht gleich Anziehung, von Anziehung getroffen wird, das wäre ein bisschen verheerend. Okay, der Duplexieb passt. So, jetzt aber, Fußtritt. Voll in den Bauch, BAM! Oh, das war woanders hin, dass ich jetzt nicht kommentieren möchte. Aber die Initiative sinkt, was die eh schon am Arsch war, aber naja. Heilung. Ich weiß immer noch nicht, was Heilung macht. Das kam schon mal, aber ich weiß es nicht. Und das hat gereicht. Sehr schön. Und wie viel Erfahrung kriegen wir? Geteilte 780 Erfahrungspunkte. Ja, sehr schön. Da-da-da-dum. Und Donner hat kein Level. Oh, schade. So, dort habe ich ein Item gesehen. Das will ich. Ein Ätter. Ja, kann man immer gebrauchen. Tja, oh, es regnet. Hübsch. Wir wollen hier mal ein bisschen Fortschritt sehen und deshalb, habe ich gerade Lust weiterzumachen, obwohl ich noch ein paar Folgen auf Lager habe. Aber was soll's. Aha, so, es regnet, das heißt, ich könnte mal direkt mit Voltwechsel starten, ich wollte gerade Kehrtwende sagen. Und dann gleich mal unseren Monkey reinschicken, wenn es schon regnet, ja, müssen wir das natürlich ausnutzen. Das ist cool mit Donner, in der Spitze kann ich immer Voltwechsel einsetzen, weil Donner immer schneller ist. Ja. Bodycheck wird wehtun. Ah, das war verdammt viel Schaden. So, komm schon. Monkey, du bist schneller, oder? Nee. Aber, oh, er ist doof und jetzt rechte Hand. Ey. Ah, KI im Pokémon spielen. Sehr gut. Ah, nö, das hat nicht gereicht. Ja, vielleicht hat es ja nochmal rechte Hand. Ich weiß es nicht. Ja! Danke schön. Badam. Dadam. Ja, das Wuffel ist auch besiegt. Das hätte ich mir erfahren können, aber na, scheiß drauf. Will ich nicht. So, was haben wir hier? Item. Ja, ich wusste es doch. Hier gibt es auch bestimmt ein Item. Und zwar Proteine, ja, Proteine habe ich immer gerne. Die kann man so schön einem reinpumpen. Und zwar. So. Da ist Protein. Und zwar kriegt das. Ja, Kroko, warum nicht?
Du brauchst die Proteine. Tamin Trainerkampf, ja. Wobei, nee, Moment, zuerst noch Monkey heilen. Wo haben wir? Da haben wir noch so einen billigen Trank, 2. Das ist gerade perfekt. Ja gut, fast perfekt, aber ja komm. Wir haben es ja. Und warum auch nicht noch ein Supertrank auf Donner? Das reicht auch noch so schön. So, Junge, du weißt gar nicht, was dir bevorsteht, hä? Aufgeregt? Gleich bekommst du die Kälte der Tiefkühl... Ich kann das Wort nie richtig aussprechen. Der Tiefkühlcontainer erst so richtig zu spüren. Na dann leg mal los. Ich bin gespannt, lieber Arbeiter Sami. Sami. Okay. Ein Vegimark. Was auch immer ein Vegimark in einem Tiefkühlcontainer zu suchen hat, aber... Naja. Vegimark greift auch physisch an. Irgendwie greift jeder hier physisch an, aber egal, ich mach trotzdem Nitro-Ladung. Weil ich's kann. Kaboom! Weil es effektiv ist und nicht viel Schaden anrichtet. Ja, genau deswegen. Ja, da kommt schon die Samenpumpen. Oh Gott. Ja, ich glaube, es wird Zeit für den Voltwechsel. Ja, Voltwechsel ist schon ziemlich gut. Ja, und hat fast so viel Schaden gemacht wie Dingens. Nitro-Ladung. So, ja, Zündel. Wie wär's mit dir? Die Kratzhöhre hätte Donna definitiv nicht überlebt. Oh Gott. Oh Gott. Ja, trifft doch gleich 12 Trilliarden Mal. Und ich mache immer einen Feuerschlag. Das, oh, das ist noch schneller. Gut. Bam! Punch in your face. Tja. Einen Feuerschlag von Zündel kann niemand standhalten. Praktibalk. Ach so, das hatten wir auch schon mal. Praktibalk. Ich schick mal Unkraut rein. Einfach weil ich es kann. Und Unkraut hat lange nichts mehr so richtig gut gemacht. Jetzt ist deine Chance, dieses Praktibalk auf das Übelste zuzurichten. Mit dem Grasmixer. Ja, das macht ordentlich gut Damage. Das ist gut, das ist gut. Ich habe nicht gesehen, was er eingesetzt hat, aber es ging daneben. Das freut mich. Was? Grasmixer geht daneben? Wieso trifft hier niemand mehr? Spiel? So, aber trotzdem gut gemacht, Unkraut. Level 24. Megasauger? Ja, vielleicht. Mal gucken. Ich weiß nicht. Ja, den Rankenhieb brauchst du eigentlich sowieso nicht. Deshalb... Megasauger. Ja, why not? So, ist dir auch so kalt? Mir läuft es jeden Fall gerade eiskalt den Rücken hinunter. Ja. Nee, meine ich nicht. Was rede ich hier? So, hier ist nichts mehr. Gut. So, schnell wieder zurück. Ich sagte, wir wollen Fortschritt und keine wilden Picochillas. Donner, hä? Was sagst du dazu? Voltwechsel? Ja, würde ich auch meinen, oder? Guck mal hier. Bam! Das tut sicher auch noch ordentlich weh. Kaboom. Oh ja, das hat Schaden gemacht. Ja, Monkey. Monkey ist noch am niedrigsten. Neben Donner. Ja, der scheiß Duplexi wieder. Genau. Wenigstens hat es keinen Wertelink. Und das Siedewasser. Ja, Spaßkanone. Bla bla bla. Ja, komm. Müssen wir jetzt nicht sehen. K
kennen wir. So, 100 ist ja total fantastisch, dass ich 104 Erfahrungspunkte gekriegt habe. So, auf jeden Fall bist du hier auch noch aufs Maul. Ja, dann... Oder auch nicht. Sag bloß nicht, du bist jetzt... Er hat keine Musik, aber dann ist er gut. Frake! Meinst du wirklich, dass die Typen von hier Plasma da drin sind? Ich weiß nicht, ich bin hierher gegangen, weil ich gerade Bock drauf hatte. Kälte ist ja echt nicht mein Ding, aber es hilft wohl nichts. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Nervig, nervig. Ja, dreimal darfst du raten, wer noch nervig ist. Er steht direkt vor mir. Zwei Blöcke Abstand. Ich habe keine Ahnung, wen er damit meinen könnte. Egal. Ja, was hast du zu sagen, Sharon? Also, Freak, dann sehen wir uns besser mal schleunig da drin um. Ja, oder ich schaue mich da drin um und du stehst hier draußen mit deppert rum. Aber hier ist auch noch was, das möchte ich mal kurz gucken. Sonst wäre hier wohl kein Weg, so offensichtlich. Nein, liebes Picochilla, ich habe gerade keine Lust auf dich. Ganz ehrlich, du gibst auch zu wenig Erfahrungspunkte. Und wie ich entkommen bin. Ja, da ist ein Item. Oho, eine Herzschuppe. Ah, nice. Nur wüsste ich gerade keinen richtig tollen Verwendungszweck momentan für die Herzschuppen. Weil ich die Pokémon ja da nicht kenne und nicht weiß, was für Attacken die alle drauf hatten. Mit einer Herzschuppe kann man ja eine Attacke wiedererlernen. Quasi. Nein, ich habe keinen Bock zu kämpfen. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Die arme Donna wird hier angemacht von allen Seiten. So stark ist sie gar nicht. Oh, was ist denn das? Gelatini. Oder Gelatini. Das sieht interessant aus. Moment, das fange ich mir natürlich. Ich mach mal... Eine Dönerwelle erstmal. Ist ja klar. Zug Nummer 1. Das hat geklappt. Sehr gut. Dann Schockwelle ist. Mal gucken, wie viel Damage das macht. Kaboom! Ja, ja, das geht. Das geht auf jeden Fall klar. Und nochmal. Okay. Und das arme Viech, das kann die ganze Zeit nicht angreifen. Das tut mir schon fast leid. Ist auch wieder so klein, mopsig, putzig, was auch immer. So, Bälle, Pokéball, los! Schnapp dir das, Gela, Schella, Tini. Ja. Klasse. Ja, sehr schön. Was haben wir denn da? Gelatini, Neuschnee, Eis. Die Temperatur seines Odems liegt bei minus 50 Grad Celsius. Es erzeugt Eiskristalle und lässt es in seiner Umgebung schneien. Oh. Okay. Ein Spitznamen für Gelatini. Also ich spreche jetzt Gelatini aus, weil ich denke, dass es von Gelato kommt. Also Eis zum Essen. Tja. Irgendwas mit Vanilla oder irgendwie so, keine Ahnung. Es ist männlich. Vanillo. Keine Ahnung. Ja, ja, komm, du bist Vanillo. Herzlich willkommen, Vanillo, in unserer Box 3. Ich hoffe, es gefällt dir. Könnt ihr mir sagen, ob ihr das Gelatini gut findet? Dann kann ich das auch ins Ziel nehmen. Ein Eis-Pokémon. Ja, warum nicht? So, mal kurz neu hinsetzen. So. Ja, Jaren, was ist los? Wie dem auch sei. Mich beschäftigt immer noch, was der Champ gesagt hat. Ach ja, stimmt. Hat ja voll auf die Fresse gegeben. Gibt es für Trainer etwas Wichtigeres, als stark zu sein? Ach, ich kann darüber nachdenken, so viel ich will. Ich verstehe es einfach nicht. Das nervt.
Ja, es ist wirklich ironisch, dass du von Nerven sprichst. Aber wir sollten uns erstmal da drin umsehen. Ja, meine Rede. Es ist echt kalt hier drin. So, hi du. Du kannst hier gerne ein bisschen herumtollen, aber sei bitte vorsichtig. Der Boden ist an manchen Stellen gefroren, also ziemlich glatt. Ja, okay. Das ist ein Item. Ein Netzball, ja, das ist ja wunderprächtig. Wow, damit werden wir das legendäre Pokémon fangen. Wenn es ein Käfer-Pokémon oder Wasser-Pokémon ist. Dann vielleicht. Da fällt mir gerade, es hat doch kein legendäres Käfer-Pokémon gegeben, oder? Voll unfair. Ich will ein legendäres Käfer-Pokémon. Huh. So, dann du. Bitte kämpfen. Jerry, willst du mir nicht helfen? Boah, dieser Penner. Wenn es kalt wird, zieh dich warm an. Das sagt uns der gesunde Menschenverstand. Ja, weißt du, was mir mein gesunder Menschenverstand sagt? Nicht? Tja. Dass du dich besser dick anziehen sollst, weil du kriegst ein paar Beulen ab. Das tut richtig weh und vor allem in deinem Grillmark. Denn meine Donna werde ich jetzt erstmal Volt wechseln. So, Brutzel, ja, und das macht, naja, ist okay. Donner muss sich echt weiterentwickeln, das geht so nicht. Ja, Monkey, komm, ein Job für dich. Das Grillmark, ja, hat keine Chance, wobei, ich kann es nicht mal verbrennen. Jetzt habe ich gerade Funkensprung gelesen, dachte ich, what the, setzt der Elektroattacken ein, aber, naja. Ja. Der kann jetzt zwar nicht verbrennen, aber egal, immerhin. Es ist sehr effektiv. Das gibt nur 200 Erfahrungspunkte, das ist echt schwach, mein lieber Trainer. Tyson schickt ein Prokibalk. Okay, wieder mal Donner, ne, zum Wollwechseln, ist ja klar. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich hier ab und zu mal so ein bisschen beschleunige. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob es euch stört oder nicht. Voltwechsel! Einfach bis die Attacken losgehen, so ein bisschen beschleunigen. Boah, das waren gute Volltreffer. Gut gemacht, Donner. Ja, und wieder Maki. Halt durch! Fußkick, ouch, das wird wehtun. Ah, geht, 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 geht. Na dann, nochmal Siedewasser, bitte. Ich könnte mal die Attacken ein bisschen umordnen, aber... egal. So, das gibt auch nicht besonders viel mehr Erfahrungspunkte. Naja. Such bis zum... geht nicht mehr. Abzurackern ist auch eine eigene Art... Der Satz war irgendwie komisch, den konnte ich nicht vorlesen. Und der ging zu schnell weg. So, okay, hier rutsche ich. Kann ich, Moment, das wollte ich nicht. Ich wollte hier hoch. Und jetzt kann ich da... Nee, das geht nicht. Okay, hier kann ich nur links und rechts. Was für eine riesige Auswahl. Mich erstaunt es, dass ihr hier keine Eis-Pokémon habt. Was macht ein munteres Kind wie du an einem eisig kalten Ort wie diesem? Ja, dreimal darfst du raten, er steht vor mir und ich möchte ihn verkloppen. Wie wäre es mit einem Pokémon-Kampf, um dich ein wenig aufzuwärmen? Ja, gut. Ausnahmsweise. Der Isaac! Ja, hallo Isaac! Wo hast du deinen Plasma-Cutter? Hast du den zu Hause gelassen? Oh, ein Sodamark. Mal gucken, ob wir das mit dem Voltwechsel vielleicht sogar kaputt kriegen. Ja. Gucken wir mal. Ich glaube zwar nicht, aber... ein Versuch ist es wert. Nee, das reicht natürlich nicht. Na gut. Dann... ja, Unkraut. Was denn sonst? Das klingt irgendwie wie dieses Kleopatra, muss ich sagen, Unkraut. Findet ihr nicht auch? Jetzt ist... boah, es brennt es. Ernsthaft? Durch eine nicht effektive Attacke fängst du an zu brennen. Das ist ja tolle Leistung. Ja, mach mal Megasauger.
dann heil dich mal wieder, bitte. Ja, passt. Das war natürlich noch nicht alles. Setzt noch ein Praktiball ein. Ja, da wechsle ich wieder. Auf Donna. Und wechsle dann gleich wieder. Ja, die Evolt-Wechsel-Taktik. Ich bin so lame wie Camilla. Aber ist ja auch eine super Attacke, muss man sagen. Kann man eigentlich anders sagen. So, Wollwechsel. Boom! Ins Gesicht. Und schon wieder ein Volltreffer. Also Donner hat sie hier mit den Volltreffern bei Voltwechsel. Na gut, aber ich will nicht klagen. Ich werde es mal mit zünden. Tja, was? Okay. Konnte ich nicht lesen, was es war. Feuerschlag. Boom. Das tut richtig weh. Voll ins Auge. Arme Auge. Der Kampf hat mich aufgewärmt, aber mein Herz gefriert ab dieser Niederlage. Es tut mir echt leid, aber geht nicht anders.